Laura Müller macht ihrem Mann Michael Wendler eine klare Ansage für seine bevorstehende Tour. Michael Wendler, 51, ist musikalisch zurück. Im kommenden Jahr möchte der gefallene Schlagersänger auf Tour gehen. Losgehen soll es im April 2024 auf Kreta. Meine Fans bitte ich um Unterstützung. Bitte kommt zu meinen Konzerten, ließ Wendler via Telegram verlauten. Während der 51-Jährige sich sehr auf seine bevorstehende Tour zu freuen scheint, sieht das bei seiner Ehefrau Laura Müller, 23, anders aus. Die Mutter von Michael Wendlers Sohn Rom Aston machte im gemeinsamen Podcast Die Wendlers deutlich, was sie von den Karriereplänen ihres Mannes hält. Michael Wendler spricht in der neuesten Folge über die Tourplanung und die Setlist, doch genau die scheint für Laura ein Problem darzustellen. Laura sagt immer, ich würde viel zu lange und zu viele Songs singen, so der Wendler. Die 23-Jährige ereiferte sich sofort. Ja, wer singt 30 Songs? Überleg doch mal, das ist viel zu viel. In typischer Mama-Manier fügte Laura dann streng hinzu. Du bist danach immer heiser gewesen. Um dieses Problem zu umgehen, plant der Wendler nun zwischen den Konzerten jeweils mindestens 2 Tage Pause. Das sei ihm wichtig, um seiner Stimme die notwendige Erholung zu geben. Es gibt eine kurze Auszeit, dass sich die Stimme erholen kann. Ein Plan, mit dem auch Laura Müller einigermaßen einverstanden zu sein scheint. Ob und wie der Wendler diesen umsetzen wird, wird sich im kommenden Jahr zeigen.